Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich bitten, die, die noch stehen, die Plätze hier vorne einzunehmen, in der ersten Reihe mit der besten Sicht und dem besten Kontakt zum Podium ist noch was frei, dürfen Sie sich gerne hinsetzen. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen hier zu unserer heutigen Abendveranstaltung Europäische Pluralitätskompetenz statt Zusammenhaltsfantasien über die Potenziale der Differenz im Zusammenspiel von Religion, Weltanschauungen und Gesellschaft. Besonders begrüße ich heute Abend die Mitwirkenden, Frau Lina Borczak hier in der Mitte, Frau Dina Riese zu ihrer Linksaußenseite und zu ihrer rechten Seite Herr Milat Karimi. Mein Name ist Stefan Zinsmeister, ich bin von der Eugen-Wieser-Stiftung aus München und gemeinsam organisieren die Eugen-Wieser-Stiftung und Dialogperspektiven heute Abend diese Veranstaltung. Die Veranstaltung, Sie werden sie gesehen haben, auf den Flyern oder hier oben am Bildschirm, ist ein Teil eines größeren Projektes, das heißt Kohäsion durch Konflikt, des Netzwerks Religion und Demokratie. Und dieses Netzwerk hat sich jetzt im April diesen Jahres das erste Mal der Öffentlichkeit gezeigt. Und zu diesem Netzwerk gehören neben den Dialogperspektiven und der Eugen-Wieser-Stiftung auch das Zentrum Interkulturell an der Uni in Salzburg und die Katholische Akademie hier in Berlin. Ja, es ist eine etwas vielleicht ungewöhnliche Zusammenstellung an Akteuren, könnte man meinen. Aber was ist nun das Besondere an diesem Netzwerk? Also eigentlich passen sie vielleicht nicht ganz so zusammen, weil die einen sind eher an der Universität aktiv, die anderen arbeiten mit Studierenden aus allen möglichen europäischen Ländern, die dritten arbeiten mit Experten aus Theorie und Praxis aus der gesamten Welt und wieder andere arbeiten mit Lehrkräften, Schülern, Mitarbeiter in Kommunen und Wohlfahrtsverbänden. Auch die jeweiligen Ansätze der vier Partner sind verschieden. Es geht zum einen um Weltanschauungen im Gespräch, zum anderen um interreligiöse Demokratiebildung, zum dritten um Intellectual Diaspora und um theologische Grundlagenforschung zum Dialog. Es geht also um den Dialog zwischen Christentum und Judentum, zum Islam, mit anderen Religionen und Weltanschauungen, also um eine gegenseitige Verständigung. Und diese verschiedenen Zielgruppen, unterschiedlichen Ansätze und Perspektiven unter ein gemeinsames Dach zu bringen, ist auch nicht einfach. Und hier entstehen Konflikte. Aber diese Konflikte sind für uns zu spannenden Fragen geworden, die uns weiterführen, das Gespräch mit anderen weiterbringen und uns zusammenhalten. Und dies ist nun für unsere Arbeit zum gemeinsamen Ausgangspunkt geworden, zum gemeinsamen Motto, Kohäsion durch Konflikt. Das Besondere an diesen vier Partnern und an dem Zusammenhalt liegt auch an dem spezifischen Ansatz, im Gespräch zwischen Menschen unterschiedlichen Religionen, Kulturen, Herkünften und Weltanschauungen zu gehen. Es geht weniger um Dialogdiplomatie, also Aussparung schwieriger Themen. Es geht auch weniger um eine einfache Harmonie, sondern es geht mehr darum, einen Mut zur Differenz zu entwickeln und ihn zu artikulieren. Und wir wollen, wie auch am heutigen Abend, überlegen, wie man gemeinsam eine Zukunftsgestaltung trotz Differenzen herstellen kann. Wenn ich noch kurz was sagen darf zur Eugen-Wieser-Stiftung. Die Eugen-Wieser-Stiftung hat verschiedene Arbeitsschwerpunkte und ein Bereich, wo wir uns seit mehreren Jahren beschäftigen, ist das Thema interreligiöses Lernen und politische Bildung. Das machen wir an Schulen, wir machen es außerschulisch, wir machen das an Mittelschulen, Berufsschulen, Gymnasien, Realschulen, der Lehrerfortbildung, wir machen es mit Wohlfahrtsverbänden und Bundesfreiwilligen, mit Mitarbeitern in Kommunen, also überall in diesen ganzen Bereichen gibt es Themen, die etwas mit Religion zu tun haben, mit Weltanschauungen und dort ist unser Tätigkeitsfeld. Und wir haben da einen spezifischen Ansatz entwickelt, der sich interreligiöse Demokratiebildung nennt. Was verstehen wir unter interreligiöser Demokratiebildung? Sie will das Thema Religion aus der Ecke der konfessionellen Gebundenheit, des Defizitären oder der Gefährlichkeit oder des Verschwindens herausholen. Stattdessen wird Religion und religiöse Vielfalt als rechtliche, gesellschaftliche und persönliche Querschnittsthemen der realen Lebenswelt behandelt. Wie gehört, heißt interreligiöse Demokratiebildung, dass interreligiöses Lernen und politische Bildung verbunden werden. Es geht darum, also diese vielfältigen Dimensionen von Religion wahrzunehmen und im Horizont des demokratischen Zusammenlebens zu gestalten. Und dazu ist ein Prinzip, das vielleicht viele von Ihnen kennen, sehr wichtig aus der politischen Bildung, das Leitprinzip des Beutelsbacher Konsenses, der sagt, und das ist vielleicht
im Dialog etwas schwierig zwischen Personen unterschiedlicher Religion, Weltanschauungen. Drei Grundprinzipien heißen nämlich Überwältigungsverbot. Ich darf den anderen von meiner Meinung nicht einfach nur überwältigen. Vielleicht für die Teilnehmer ist es was anderes, da können vielleicht die Dialogperspektiven auch was erzählen, aber zumindest für die Akteure, die die Workshops leiten, gibt es einfach dieses Überwältigungsverbot, das ich mich zurückhalten muss. Es gibt die Subjektorientierung, sprich ich muss auf den Einzelnen eingehen, auf die Situation des Einzelnen, und das Kontroversitätsgebot, das heißt, was unterschiedlich behandelt wird und unterschiedlich dasteht, muss auch unterschiedlich dargestellt werden. Und in diesem Setting versuchen wir einen geschützten Raum zu bilden für Gespräche, die vielleicht im normalen Alltag nicht möglich sind, die auch, wie es vielleicht die Medien vermitteln, auch gar nicht ermöglicht werden, sondern wir wollen diesen geschützten Raum bilden, um das Demokratielernen spezifisch zum Thema Religion voranzubringen. Und deswegen freue ich mich heute Abend, dieses Thema nochmal in einen größeren Kontext zu stellen, mit Ihnen gemeinsam das zu diskutieren, und ich darf gerne das Wort übergeben an Jo Frank von den Dialogperspektiven. Vielen Dank. Also gut, es ist, liegt ein bisschen in der Natur der Sache, wenn man viele Partner hat in einem Gespräch, dass manches auch dann, dass man sich manches auch dann zweimal anhören muss. So wird das in diesem Fall auch sein. Aber ich glaube, es geht auch dabei darum, sensibel zu sein für die Differenzen der Schwerpunktsetzung. Deshalb vielen Dank, Stefan Zinsmeister. Mein Name ist Jo Frank. Und ich darf Sie und euch auch ganz herzlich im Namen der Dialogperspektiven begrüßen zu diesem auch für uns mit Spannung erwarteten Abend. Kohäsion durch Konflikt, das sagte Stefan Zinsmeister bereits, ist der Claim, unter dem unser Netzwerk Religion und Demokratie zusammenkommt. Und beide Begriffe, Kohäsion und Konflikt, laden natürlich besonders jetzt zu kritischen Nachfragen ein, auch von innen heraus kritischen Nachfragen. Konflikt natürlich, weil wir diesen Begriff seit dem 24. Februar dieses Jahres vor allem im Kontext des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine hören und wahrnehmen. Und Kohäsion, nun ja, also Kohäsion bedarf als Claim immer einer kritischen Betrachtung, weil uns die Gegenwart nun einmal immer wieder zeigt, wie weit wir uns von Begriffen wie Kohäsion oder auch Zusammenhalt eigentlich entfernt haben. Mit dem Begriff Konflikt bezeichnen wir in unserem Kontext, und ich bin gespannt, ob das auch so sich heute Abend unter unseren Gästen abbilden wird, zunächst einmal eine Bezeichnung für Streit, oder wir deuten diesen Begriff Konflikt aus als die Bezeichnung für einen Streit, aber nicht als Streit verschiedener Parteien im Ringen um die Erfüllung eigener Ziele, sondern als Streit im Ringen um Erkenntnisgewinn. Erkenntnisgewinn und Streit als Modus, gemeinsame Ziele zu identifizieren, die wir erreichen möchten. Ziele, die wir mit gegenseitiger Wertschätzung, gegenseitiger Unterstützung und auch gegenseitiger Kritikfähigkeit zu erreichen suchen. Eines der Ziele, der wir uns gemeinsam als Programmpartner verpflichtet haben oder der wir gemeinsam verpflichtet sind, ist die Auseinandersetzung mit Pluralität in unserer Gesellschaft und das Erreichen einer höheren Pluralitätskompetenz. Wir leben nun einmal in einer pluralen Gesellschaft in Deutschland, in Europa, und natürlich erst recht im globalen Kontext muss man immer wieder sich mit Pluralität auseinandersetzen. Vor dem Hintergrund unserer auspluralisierten Gesellschaften und Communities müssen wir immer wieder auch erkennen, dass unsere Vorstellungen von gesellschaftlichem Zusammenhalt einer dringenden kritischen Reflexion und auch Erneuerung benötigt. Die Realität hat sie schlicht überholt. Das ist nun mal manchmal so, dass die Realität anders ist als unsere Vorstellung. Und je weiter diese Schere auseinandergeht, desto mehr müssen wir uns Sorgen machen, wie wir uns eigentlich in der Welt bewegen. Angebote zum Umgang mit Pluralismus gibt es natürlich viele. Dabei ist, glaube ich, so ein bisschen der Clou, den wir innerhalb der Dialogperspektiven auch in Auseinandersetzung mit den Programmpartnern gefunden haben, dass es der Pluralismus selbst ist,
der die überzeugendsten Lösungen anzubieten hat, wenn man fragt, wie gehen wir eigentlich mit Pluralismus um? Die religiöse und weltanschauliche Pluralität unserer Gesellschaft, unserer Gesellschaften und Communities bietet nämlich selbst Chancen, und zwar aus der Differenz heraus zueinander zu kommen, indem wir unser Wissen und unsere Perspektiven erweitern und Wertschätzung gegen Herabsetzung stellen, indem wir die Vorstellung der durativen Meta-Identitäten ablegen und ihnen eine offene und flexible Perspektive, besser gesagt offene und flexible Perspektiven entgegensetzen, die es uns ermöglichen, neue und auch zeitlich begrenzte und immer wieder ausverhandelbare Formen von Zusammenhalt zu finden. Religionen und Weltanschauungen können hierzu einen Beitrag leisten und sie tun es bereits. Das ist überhaupt nichts Neues, sondern tun es schon immer. Nicht trotz ihrer Differenz, sondern gerade aus ihrer Differenz heraus. Die einfachste Differenz, und das wurde bei Stefan Zinsmeisters Worten auch schon deutlich, ist immer der Referenzrahmen der Glaubensinhalte und Überzeugungen, die jeweilige Religionen und Weltanschauungen ausmachen. Und diese Differenz kann nicht überwunden werden. Die soll auch nicht überwunden werden. Ich glaube, man kann auch ab und zu sagen, die darf auch nicht überwunden werden. Es bedeutet aber eben nicht das Ende eines Gespräches, sondern der Anfang. Der Anfang eines Gespräches über weitere Referenzrahmen, sprachliche Differenz, kulturelle Differenz, Differenz in Deutungen von Gesellschaft und Gesellschaftsformen, diese Differenzen und ihre jeweiligen dazugehörigen Referenzrahmen. Es wird also Zeit, nach den Potenzialen der Differenz im Zusammenspiel von Religionen, Weltanschauung und Gesellschaft zu fragen, auf der Suche nach einem neuen, einem produktiven Pluralismus, im Versuch aus der Fantasie vielleicht eine Vision für unsere Zukunft zu entwickeln. Dafür muss der gesellschaftliche Referenzrahmen unseres Zusammenlebens erweitert werden. So, nun ist es das Privileg desjenigen, in diesem Falle desjenigen, der die Hinführung an solchen Abend macht, die große Frage des Wie abzugeben. Und ich freue mich sehr, dies zu tun, und zwar an Milad Karimi, Melina Borczak und Dina Riese. Melina Borczak ist freie Journalistin und Filmemacherin und arbeitet unter anderem zu den Schwerpunkten antimuslimischer Rassismus und Rassismus, Genozid, Feminismus und antirassistische Medienkritik. Sie übt Workshops, da wollte ich jetzt gerade lesen, weil das auf meinem Telefon steht, aber das stimmt gar nicht, sondern sie gibt Workshops und spricht zu diversen Themen, unter anderem zu muslimischem Feminismus und diskriminierungssensibler Sprache. Milad Karimi ist Religionsphilosoph, Islamwissenschaftler, Übersetzer des Koran, Dichter, Verleger, Mitherausgeber, mittelmäßiger Fußballspieler und Mitherausgeber der Calliope Zeitschrift für Literatur und Kunst. Er ist Professor für islamische Philosophie und Mystik und stellvertretender Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Universität Münster und war ganz zu Beginn der Dialogperspektiven im Jahr 2016, glaube ich, unser allererster Gesprächspartner, und seitdem verbindet uns ein enges freundschaftliches Verhältnis. Ein enges freundschaftliches Verhältnis verbindet uns auch mit Dina Riese. Dina Riese ist Redakteurin im Inlandsressort der TAZ. Sie arbeitet hauptsächlich zu den Themen Migration, Einwanderungsgesellschaft, rechte Gewalt und zu reproduktiven Rechten. Für ihre Berichterstattung über Schwangerschaftsabbrüche und den Strafrechtsparagraphen 219a wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Und wir haben keinen Büchertisch, sehe ich gerade. Sonst hätte ich auf die jüngste Publikation verwiesen. Kann ich ja trotzdem tun. Natürlich allen herzlich anempfohlen ist. Es gibt um die Ecke einen hervorragenden Buchladen, das Ocelot. Alle drei Gäste dieses Abends vereint noch etwas, nämlich, dass sie Mitglieder der Coalition for Pluralistic Public Discourse, CPPD, sind, einem Zusammenschluss von WissenschaftlerInnen, JournalistInnen, KünstlerInnen, die sich um die Frage von pluralem Diskurs zusammengefunden haben und derzeit arbeiten zum Thema plurale Erinnerungskulturen. Ein nicht ganz unwesentlicher Aspekt, wenn es um die Frage von Pluralitätskompetenz geht.
Ich überspringe die nächsten 6 Seiten und sage, liebe Dina, ich darf an dich als Moderatorin abgeben und möchte noch einmal um einen Applaus für unser Podium bitten, als sozusagen Vorschusslorbeeren, der auch die Erwartungen dann zeigt, die wir haben an unsere Gäste des heutigen Abends. Also möglichst tosend, dann müsst ihr das einholen. Vielen Dank. Das schaffen wir. Vielen Dank für die nette Begrüßung, Jo. Wir werden unser Bestes geben hier oben. Aber erstmal an dieser Stelle auch von mir und Ihnen und euch ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr und Sie heute alle hier sind. Das ist ja nach wie vor nicht selbstverständlich, dass man in so einem Raum zusammensitzen kann und nicht nur auf Bildschirme starrt. Deswegen schön, dass ihr und Sie alle hier sind. Ich freue mich schon sehr, mit unseren beiden tollen Gästen gleich über Pluralität, über Zusammenhalt, über Differenz und Zusammenkommen zu diskutieren und über die Welt, in der wir leben. Und ich habe dabei heute einen total angenehmen Job. Das ist für mich als Moderatorin auch total ungewohnt, weil ich muss mir gar nicht so viele Fragen selber ausdenken, sondern wir haben Fragen vorher eingesammelt und zwar bei den Teilnehmenden der Dialogperspektiven. Die werden wir uns auch gleich angucken, aber bevor wir das machen, sind auch noch Sie alle selber gefragt. Deswegen zücken Sie vielleicht schon mal Ihre Smartphones und Johanna Corneli und ich erklären Ihnen gleich, wie das funktioniert. Wir haben ein paar Fragen an Sie vorbereitet. Ich würde, glaube ich, hier an der Stelle stehen bleiben, Dina, wenn es okay ist. Wir haben jetzt nämlich jetzt diesen wunderbaren Bildschirm hier auch, wo wir das Ganze auch noch mitverfolgen können. Genau. Herzlich willkommen auch nochmal von mir. Mein Name ist Johanna Corneli. Ich bin Programmleiterin der Dialogperspektiven und habe die Freude, jetzt und auch nochmal im Anschluss an die Diskussion gemeinsam mit Dina, Sie bei unserer Publikumsumfrage zu begleiten. Wir haben uns nämlich eine Methode überlegt, wie wir Sie heute Abend gerne mit in die Diskussion einbeziehen möchten. Wir werden das Podium nicht für Fragen aus dem Publikum öffnen dieses Mal. Wir haben aber ein anderes Angebot an Sie und Sie dürfen sehr gerne jetzt mit uns zu diesem Experiment begeben. Das ist nämlich das erste Mal, dass wir das in so einem Rahmen durchführen. Wir tun das mit einem Programm, das nennt sich Mentimeter. Das haben unsere KollegInnen von den Dialogperspektiven während der Phase der vornehmlich digitalen Formate sehr zu schätzen gelernt, denn es ermöglicht uns, ein Stimmungs- oder Meinungsbild einer Gruppe zu erfassen, ohne dass die jeweiligen Abstimmungsergebnisse auf die einzelnen Personen zurückzuführen sind. Das heißt, wir sehen jetzt gleich auf dem Bildschirm, wie so die Meinung in der Gruppe verteilt ist. Wir werden das Ganze jetzt einmal tun und wir werden das nochmal im Anschluss an die Diskussion durchführen, in der Hoffnung oder der Erwartung oder auch dem sehr gespannt sein darauf, ob sich Ihre Antworten dann nach der Panel-Diskussion verändert haben und wenn ja, wie. Das werden Dina und ich dann live mit Ihnen und euch auch nochmal besprechen. Genau, um daran teilzunehmen, gehen Sie bitte in der Annahme, dass Sie alle ein Smartphone bei sich haben, auf die Seite www.menti.com. Wenn jemand Unterstützung braucht, dann bitte ein kurzes Handzeichen. Dann helfen wir Ihnen sehr gerne. Wunderbar. Ich kann jetzt die Herzen zählen und vergleichen mit den Menschen hier im Raum. Ich denke, ich gebe noch einen kurzen Moment. Wenn Sie auf www.menti.com sind, dann geben Sie bitte den Code ein, den Sie auch auf dem Bildschirm sehen. Das ist die 8000 8483. Ich sehe zumindest keine fragenden Gesichter. Wunderbar. Dann können wir mit der ersten Frage, ich nenne das immer Fragen, es sind vielmehr Aussagen, starten. Und zwar, die erste Aussage lautet, ich bin gern Teil einer pluralistischen Gesellschaft. Sie haben 3 Antwortmöglichkeiten. Wählen Sie bitte jetzt.
Wunderbar. Vielleicht merkt sich jemand mit mir am Ende die Zahl, damit wir dann die als Referenz haben, wenn wir weitergehen. Na, da kam noch eine. So, letzte Chance. Ansonsten würden wir zur nächsten Aussage gehen. Bisherige Vorstellungen von gesellschaftlichem Zusammenhalt eignen sich nicht mehr als Referenzrahmen für unser Zusammenleben. Dann können wir zur dritten Folie kommen. Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften spielen eine zentrale Rolle bei der Frage nach gesellschaftlichem Zusammenhalt. Bitte abstimmen. Dann kommen wir zur vorletzten Frage. An der Gestaltung von Gesellschaft und Zusammenleben müssen alle Teile der Gesellschaft beteiligt sein. Gut, und damit kommen wir zur letzten Frage oder zur letzten Aussage. Die lautet: Der Begriff der Differenz bietet Chancen, nach einem neuen produktiven Zusammenhalt zu fragen. Gut, vielen Dank. Wir werden diese Ergebnisse auch im Anschluss dann nochmal uns alle ansehen können und dann auch mit den Ergebnissen des zweiten Teils vergleichen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann übergebe ich erstmal an Dina. Dankeschön, Johanna, und danke für die rege Teilnahme. Genau, ich hatte ja eben schon kurz angekündigt, dass wir unter den Teilnehmenden der Dialogperspektiven nachgefragt haben, was für Fragen sie eigentlich an das Podium haben. Und sie haben rege geantwortet, das ist sehr schön. Ich kenne die Fragen schon, Melina und Milad aber noch nicht und sie auch noch nicht natürlich. Und deswegen wollen wir uns das jetzt anschauen. Und es ist sehr schön, dass einige von denen, die uns geantwortet haben, auch heute da sind. Aber sie werden alle Antwortgebenden, alle Fragestellenden gleich da oben auf dem Bildschirm sehen. Sie haben uns nämlich Videobotschaften geschickt. Und anhand dessen, was sie uns da geschickt haben und was sie von euch beiden wissen möchten, werden wir uns dann nachher durch die Diskussion hangeln. Deswegen würde ich sagen, Bühne frei. Hallo, mein Name ist Angela Pape und ich bin Dialogperspektiven-Alumna. Ich habe in Deutschland, in England und in der Schweiz Psychologie studiert und seit über einem Jahr bin ich in Zürich und arbeite dort bei Deloitte in der Unternehmensberatung im Human Capital Consulting. So, jetzt meine Frage an die Panelists. Wenn ihr die Macht hättet, was sind die drei Dinge, die ihr sofort ändern würdet, um die deutsche Gesellschaft pluralistischer werden zu lassen? Oder was meint ihr, was würdet ihr ändern, damit wir Menschen Pluralität, Vielfalt
in unserer Gesellschaft mehr anerkennen und wertschätzen. Dankeschön. Hi, ich bin Svea. Ich habe Politik, Kultur- und Sozialwissenschaften studiert und absolviere gerade ein Erasmus-Semester in Istanbul im Fach International Relations. Da ich selbst Atheistin bin, habe ich mir oft die Frage gestellt, wie man denn gerade bei Interfaith-Projekten religiöse und nicht-religiöse Gruppen zusammenbringen kann. Hallo, mein Name ist Anas. Ich studiere Soziale Arbeit in Köln und wohne in Düsseldorf. Und meine Frage wäre, es ist die Situation, dass jedes Ramadan muss ich jetzt meinen Bekannten und Umfeld erklären, was Ramadan ist und warum das gesund oder ungesund ist. Und meine Frage wäre, wie kann man ein Basiswissen sozusagen, eine bessere gegenseitige Verständlichkeit von Religionen schaffen, dass jeder in seinem eigenen Glauben sich wohlfühlt und nicht das Gefühl hat, man muss sich ständig erklären, begründen vielleicht? Sastri Akal, everyone. This is Jasmi Singh from Birmingham, United Kingdom. So in today's world, the majoritarian democracies always use the genocidal threat against the minorities. Take example, Rwandan genocide, Holocaust, or Sikh genocide of 1984, etc., etc. So my question is, how can minorities identify these threats really quickly when they start? And how they together not only challenge the threats on a national front, but even in an international front? Hello, my name's Josephine Davidoff. I'm from London in the UK, and I currently work for the largest interfaith charity in the UK called the Faith and Belief Forum. So my question is about accessibility and equality for those with additional needs and disabilities. So I found that during COVID, a lot of religious services and festivals were a lot more accessible to those with additional needs, such as captions on the service videos and online events and services. But since COVID has declined quite a lot and the things are becoming more in person now, it's now kind of being a bit harder for individuals who have additional needs. So I was wondering to the panel, how can we make our religious spaces more inclusive to those with disabilities or additional needs to ensure that we can all access spirituality and religious guidance and support, no matter our abilities and additional needs. Thank you. Hallo, ich heiße Nana und studiere Philosophie in Berlin. Institutionen und Privatwirtschaft stellen sich zunehmend als inklusiv und divers dar und gleichzeitig lehnen sie aber oft tiefgreifende Reformen ab oder gehen sogar radikal gegen diese vor. Ein prominentes aktuelles Beispiel wäre da zum Beispiel Amazon. Ich habe mich gefragt, wie wir als Communities uns dagegen wehren können, dass Begriffe und Forderungen vereinnahmt werden und dazu genutzt werden, sich gegen Kritik und strukturellen Wandel zu immunisieren. Und wie wir sicherstellen können, dass gerade materielle Interessen marginalisierter Gruppen berücksichtigt werden und dass wirkliche Teilhabe stattfindet. Hallo, mein Name ist Nantini Rajamanna. Ich bin Sozialarbeiterin und promoviere gerade in der Soziologie, genauer genommen in der Religionssoziologie und forsche zu dem Thema religiöse und nicht-religiöse Kontingenzbewältigung in der individualisierten Gesellschaft. Und dieses Forschungsprojekt bearbeite ich am Institut für Sozialforschung hier in Frankfurt am Main. Ja, und mit diesem Hintergrund bezieht sich meine Frage auf die möglichen wissenschaftlichen Beiträge zugunsten eines gesellschaftlichen Referenzrahmens für unser Zusammenleben. Was kann die Wissenschaft konkret tun, um gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern? Mein Name ist Elif Bayert, ich bin Studentin der Soziologie und Politikwissenschaften aus Frankfurt am Main und seit 2020 Teilnehmerin der Dialogperspektiven. Wenn wir in Richtung produktiven Zusammenhalt schauen, dann stelle ich mir die Frage, inwiefern wir auch Personen mit aufnehmen können, die vom aktuellen, ja vor allem interreligiösen Dialog nicht profitieren und auch nicht teilhaben. Also inwiefern kann man auch Menschen da mitnehmen, da ich doch bemerke, dass diese Orte sehr akademisch sind. Hallo, mein Name ist Whitney Nosakare und ich gehöre zu der ersten Generation der Dialogperspektiven-TeilnehmerInnen, die vor 7 Jahren das Glück hatten, bei diesem wunderbaren Projekt mitzumachen. Ich habe Rechtswissenschaften in Köln studiert und arbeite jetzt als Juristin bei einer Menschenrechtsorganisation. Ich sitze gerade in Köln und habe die folgenden Fragen für euch. Welche Rolle spielt das Recht, um Freiheitsrechte zu wahren? Hat das Recht überhaupt das Potenzial dazu, echten Minderheitenschutz zu bieten oder Frauenrechte zu stärken?
Und meine letzte Frage wäre, kann Recht in einer westlichen Demokratie wirklich hilfreich sein, um Rassismus und Antisemitismus zu bekämpfen? Genau, erstmal einen Applaus bitte für die vielen tollen Fragen. Die werden jetzt auch gleich in paraphrasierter Form noch weiter auf diesem Bildschirm über Ihnen, auf diesem kleinen Bildschirm vor uns zu sehen sein. Ich glaube, wir können die nicht lesen, aber das macht nichts, weil ich habe sie hier. Und um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, gleich fürs Gespräch, haben wir uns so drei Blöcke überlegt, in die wir diese Fragen eingeteilt haben. In der entsprechenden Reihenfolge kamen sie auch gerade. Und zwar, und vielleicht machen wir einen nach dem anderen so allmählich, die ersten Fragen, die sich bezogen auf das Zusammenkommen und Zusammenhalt und Zusammenkommen. Dann gab es ein paar Fragen, die gefragt haben nach Barrieren und Hürden beim Zusammenkommen, beim Zusammenhalt bei der pluralen Gesellschaft. Und dann am Schluss gab es noch mal ein paar Fragen zur Rolle der Wissenschaft in all diesen Themen. Genau, und da wir das ja jetzt nicht lesen können, sage ich noch mal ein paar Stichworte zu diesem ersten Blog. Ja, das war die Frage nach den, vielleicht fangen wir damit direkt an, die drei Dinge, die ihr ändern würdet, wenn ihr die Macht hättet, sofort alles umzubauen. Die drei Dinge, damit unsere Gesellschaft pluralistischer wird und gesellschaftliche Pluralität mehr Anerkennung und Wertschätzung findet. Melina. Ich bin schon so, ich freue mich schon so sehr auf diese imaginären Diktatursachen, die ich dann machen könnte, um Pluralität zu stärken. Bisschen paradox, aber wenn ich wirklich so die Macht hätte, ich weiß gar nicht, also das mit Recht, was Whitney gefragt hat und gesagt hat am Ende, also Recht ist wirklich für mich eines der wichtigsten Mittel in dieser ganzen Sache. Ich würde dann erstmal ein paar Sachen verbieten, also Leugnungen aller Genozide. Kein Genozid mehr darf geleugnet werden, ever. Und das hat natürlich einen riesigen Effekt. Dazu kann ich vielleicht später was sagen, wenn wir zu Whitneys Frage kommen. Dann würde ich Religionen und Weltanschauungen mehr in die Gesellschaft bringen. Also natürlich soll es ein säkulärer Staat bleiben, aber das heißt ja nicht, dass wir so tun sollen, als ob Religionen nicht existieren. Oder dieses ja neutral und keiner darf irgendwie eine Kippa oder Kopftuch oder sowas tragen. Ich würde das Gegenteil davon machen, weil ich merke, dass in den Gesellschaften, in denen man offen umgeht mit Religionen und mit religiösen Differenzen, dass auch alles viel gechillter und entspannter ist. Also zum Beispiel in Malaysia haben sie so muslimische Horrorfilme, wo sie dann Ayatul Kursi beten an die Monster und so weiter. Das finde ich total cool. Und irgendwie, weil ich lebe damit, dass Popkultur meistens christlich geprägt ist. Und ich finde es cool, wenn da so quasi der Exorzist nicht der Exorzist ist, sondern es kommen irgendwelche Djinns und dann beten wir Ayatul Kursi so gegen sie. Und so weiter. Also ich finde das sehr schön. Deshalb würde ich Religion noch mehr ins Zentrum bringen. Und ich glaube, das schafft auch so diese Berührungsängste ab, weil Menschen haben oft so, sie haben nichts gegen andere Gemeinschaften, aber sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und ja, ich weiß ja nicht, wann genau deren Feiertage sind und was da gefeiert wird und so weiter. Deshalb gratuliere ich meinen jüdischen und muslimischen und so weiter Freunden. Ich schreibe denen einfach trotzdem frohes Weihnachten immer. Ich weiß, dass die das nicht feiern, aber ich will ja nett sein. Also ich schreibe denen frohe Weihnachten und zu ihren Festen schreibe ich ihnen nichts, weil ich weiß da nichts. Sowas würde halt nicht mehr passieren. Also ja, einerseits manche Sachen verbieten, andererseits andere Sachen total in die Mitte der Gesellschaft bringen. Das waren zwei. Einen Wunsch hättest du noch frei. Du kannst aber auch noch kurz drüber nachdenken, wenn du... Ich denke mal nach. Okay, Milad, dann vielleicht deine drei Diktatur-Highlights. Ja, vielen Dank. Ich hatte zwar ein bisschen mehr Zeit, aber mir ist dennoch nicht viel eingefallen, weil es so immer so schwierig ist, auch von dem Ort, aus dem ich herkomme, Wünsche zu äußern für die Neugestaltung unserer Gesellschaft. Aber ich glaube, ad hoc würde es mir ein Herzensanliegen einfallen, was darin besteht, Frieden als Schulfach zu
zu etablieren. Ich finde, dass wir gerade jetzt, wo man erneut in Europa mit einem Krieg, Angriffskrieg konfrontiert ist und viel über den Krieg spricht, und das erleben wir auch an den Schulen. Und meine Frage ist, und das habe ich auch bei meinen eigenen Kindern erlebt, dass sie im Deutschunterricht darüber reden, im Englischunterricht darüber reden. Aber das ist alles einfach nur so reden, weil sie wissen, dass sie auch überall damit konfrontiert sind. Und vor allem reden sie oft über den Krieg. Und das auch noch höchst einseitig alles. Und die alle sind überfordert, auch die Lehrkräfte. Und ich halte sehr viel davon, dass wir auch zum Frieden, was uns unglaublich wichtig ist, was sozusagen die Basis von jeder Diskussion, wie diese auch bilden kann, gäbe es keinen Frieden heute hier in Berlin, würden wir heute nicht zusammenkommen können und darüber nachdenken können, ob Zusammenhalt oder Differenz gerade besser sind. Insofern sollten wir zu Friedenskultur auch Kinder befähigen. Und das ist etwas Bedeutsames, glaube ich, auch für den Weg. Auf der anderen Seite, ich bin etwas skeptisch, was sozusagen Verbote anbetrifft, aber wobei ich dich sehr gut verstehen kann, vor allem die Punkte, die du erwähnt hast, sondern vielmehr auch die Rolle der Wissenschaft gestärkt wissen. Also wir erleben schon, dass die wissenschaftlichen Stimmen, gerade wenn wir die Covid-Problematik anschauen, noch ziemlich einseitig, ziemlich reduziert, auch wahrgenommen wurde, omnipräsent war, aber oft doch nur als eine Empfehlung. Und mir scheint das, dass diejenigen, die dann die Entscheidungen treffen, sich natürlich die Leute holen, die ihre eigenen Positionen stärken, aber die wissenschaftliche Stimme, die niemals eine reduzierte Stimme ist, sondern immer ambig ist, immer mehr ist als nur eine, dass sie auch stärker und ernsthafter auch in diesen Debatten eingebunden werden, weil sie einfach jahrzehntelang nichts anderes machen, als sich mit diesen Thematiken zu beschäftigen, während diejenigen, die Entscheidungsträger sind und eigentlich also professionell dafür zuständig sind, unseren Zusammenhalt zu garantieren, nur dann sich mit diesen Themen beschäftigen, wenn es natürlich brennt. Ja, vielleicht auch nur zwei jetzt am Anfang. Bei dem Frieden als Schulfach, ich finde, das klingt total verlockend, aber ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie da der Lehrplan aussehen würde. Hast du da eine konkrete, kannst du das so ein bisschen veranschaulichen noch? Was lernt man, wenn man im Friedensunterricht sitzt? Ja, genau. Die Basis ist, dass wir Frieden nur mit denen schließen können, mit denen wir verfeindet sind. Und im Grunde genommen, wir müssen lernen, wie wir mit den Konflikten, die wir haben, mit denen, die wir nicht gerne sprechen wollen, die wir auch ein Stück weit auch hassen. Ich glaube, wir beide kommen aus Kriegssituationen. Unsere Kindheit war auch im Krieg, ob es in Bosnien oder in Afghanistan war. Als Kriegskinder lernen wir auch zu hassen, auch Barrieren zu bauen, Grenzen und Schranken, mit denen die uns einfach zu nahe gekommen sind, uns angegriffen haben, unsere Mütter, unsere Schwester vergewaltigt haben, dass wir dort viel mehr in Hasskulturen eher uns wohlfühlen, als darüber nachzudenken, wie wir diese auch entwickelte, in gewisser Weise auch gerechtfertigte Formen der Negativität auch durchbrechen können. In einem Schulfach, was man auch mit dem Lehrplan, und da bin ich auch dabei, so etwas auch zu entwerfen mit einer Gruppe in Münster, geht es darum, auch mehrere Ebenen des Friedens auch zu erfahren. Es geht auch zunächst einmal in spiritueller Hinsicht auch, um einen Frieden mit sich selbst zu finden, sich selbst zu entdecken, mit seinen eigenen inneren Feinden zu kämpfen, zu lernen, aber auch mit dem anderen. Mit der Natur, auch wenn es man religiös haben will, mit seinem Ursprung, mit Grundfragen, mit dem, was für uns unverständlich bleibt, dass wir lernen, wie wir sprachfähig werden, wie wir auch Frieden stiften können, uns für Frieden auch erheben können. Es reicht mir nicht, einfach bei Demonstrationen beizuwohnen und gegen Putin zu schreien, was durchaus wichtig ist, aber er wird es nicht hören, sondern es geht darum zu fragen, wie würdest du für Frieden argumentieren? Und diese Argumentationswege zu entwickeln, zu verstehen, das ist eine komplexe Angelegenheit und bei weitem nicht so leicht, wie wir es eigentlich so gerne uns vorstellen wollen, wenn wir uns die goldene Regel in der Schule aneignen, die bei weitem nicht tief genug uns prägen kann. Das klingt nach einem super Schulfach. Sobald es dann da ist, ich lege allen, die dann Schulkinder kennen, ans Herz, Leistungskurs wählen, Leistungskurs Frieden. Melina, du hattest noch
Du hattest ja schon die Popkultur angesprochen, ne? Da bist du eigentlich ja schon reingegangen in eine Sache, die auch gefragt wurde in diesem ersten Blog, nämlich die Frage, wie man Basiswissen vielfältiger religiöser Praxis gesellschaftlich eigentlich weiter verbreiten kann. Ne? Wie können wir dafür sorgen, dass eigentlich mehr Menschen im Land mehr wissen über alle anderen Menschen im Land, die vielleicht sich abseits ihrer eigenen Bubble bewegen? Du hast Horrorfilme angesprochen. Das ist auch ein sehr reizvolles Beispiel. Vielleicht könnt ihr beide auch noch mal überlegen, was es denn sonst noch bräuchte, ne? Abseits von vielleicht der Popkultur, aber auch in diesem Bereich, um dieses Basiswissen weiter voranzubringen. Also da gibt es natürlich das klassische so Schulfach Religionsunterricht. Wir hatten das in Bosnien, Kultur der Religionen nannte sich das. Und dann haben wir einfach über alle möglichen Religionen gelernt, so woran die Menschen glauben, was ihre Feiertage sind und so weiter. Aber das Ding ist, und das zielt auch so ein bisschen ab auf diesen Friedensunterricht, so realistisch gesehen, Kinder ignorieren meistens, was man ihnen erzählt. Weil ich hatte auch in Bosnien ein ähnliches Schulfach, das nannte sich Demokratie und Menschenrechte. Und da haben wir genauso diese Sachen, die auch in einem Friedensunterricht, so wie du es beschrieben hast, wäre noch mal cooler gewesen als das, was ich machen musste damals. Also das wäre bestimmt cooler, dein Entwurf. Aber ich weiß noch so, keine Ahnung, also das waren interessante Konzepte irgendwie und ich war ja immer politisch interessiert, also war ich da auch eigentlich interessiert dran, aber trotzdem, wenn man da in der Schule sitzt, dann will man eher mit seinen Freundinnen irgendwie Mensch ärgere dich nicht spielen, als jetzt irgendwie einer sehr langsam redenden, unmotivierten Lehrerin zuzuhören. Vielleicht lag es auch an meiner Lehrerin, aber auf jeden Fall, ich glaube, Friedensunterricht wäre sehr gut, wenn man es auch für Erwachsene macht. Also vielleicht in der Schule erstmal praktisch, dass die Kids so Projekte machen, dass sie vielleicht irgendwas machen, um Menschen in Kriegszonen zu helfen. Also praktischer Friedensunterricht. Wie können wir praktisch etwas zu Frieden beitragen? Und das könnten dann auch Sachen sein, die einen großen Effekt haben auf bestimmte Menschenleben. Also ich erwarte nicht, dass Schulkinder jetzt den Weltfrieden herbringen, aber dass sie zum Beispiel kreative Projekte machen und irgendwie Spenden sammeln und an Geflüchtete übergeben und so weiter. Oder dass sie sich an Petitionen beteiligen oder an Kampagnen. Es gibt jetzt eine Kampagne, die bald startet, damit das Volkswagenwerk in Urumqi geschlossen wird. Also das auch gegen den Genozid an Uiguren, gegen den Genozid in Tigray und so weiter. Solche Sachen könnten dann Leute in der Schule machen und dann Erwachsene, wenn sie mehr zuhören, weil sie irgendwie nicht genervt sind von der Lehrerin oder so, wie ich das damals war. Vielleicht war ich auch einfach eine schlechte Schülerin, aber auf jeden Fall für Erwachsene würde ich dann so einen Schritt weiter gehen und für die Kinder vielleicht praktisch. Und das ist auch mit diesem Basiswissen, also ja, da könnte man so Schulfach machen, Kultur der Religion, und dann könnte man in der Popkultur viel aufholen, in sozialen Medien viel aufholen. Man könnte auch sagen, in all den Stiftungen, die es gibt, jetzt nicht nur ELIS und Avicenna und so weiter, Studienwerke, sondern generell alle Organisationen, die sich irgendwie um eine bestimmte Gemeinschaft kümmern, da müsste man, also nicht müsste man, sondern könnte man, es wäre vielleicht cool zu sehen, so gesetzlich vorzuschreiben, ja, 20% oder 10% der Leute, die ihr fördert, sollten nicht aus eurer Gemeinde sein. Weil ich habe das zum Beispiel in meinem Leben gemerkt, ich bin ja vor dem Genozid geflüchtet. Das war ein Genozid, der wurde von Christen an Muslimen verübt. Ich bin nie im Leben drauf gekommen, alle Christen oder sogar die meisten Christen zu hassen oder schlecht zu finden oder sowas. Nie im Leben. Und ich habe dann so vor einem Jahr oder so, ist mir die Suggestion in den Kopf gekommen, dass ich sowas denken könnte. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie kommt das denn, dass ich das nie dachte. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich bin dann zwar von diesem Genozid geflüchtet, aber dann haben wir in Deutschland in einem Pfarrhaus gelebt. Also der Pfarrer hatte, weil das war, ich glaube, das einzige Dorf in Nordrhein-Westfalen. Irgendwie sind das alles Städte da, aber das war ein Dorf, wo nichts anderes war. Und dann hatte der Pfarrer da gar nicht gelebt,
weil niemand will da leben. Und hatte da aber ein Pfarrhaus und dann konnten wir da einfach leben. Und er hat irgendwie in der Stadt nebenan gelebt. Und alle Leute waren nett zu uns und so weiter. Und deshalb, das hatte einen riesigen Effekt, glaube ich, auf mein Leben. Und ich glaube, das wäre auch für andere Leute so, wenn man dann zum Beispiel, keine Ahnung, muslimische Leute hat, die irgendwie von einer jüdischen Organisation unterstützt werden oder umgekehrt, dann ist das schon eine riesige Sache. Und sie lernen auch viel mit diesem Basiswissen, ne? Und ich glaube, das war die Frage von Anas über das Basiswissen, weil er meinte so, ja, ich muss jedes Jahr Ramadan erklären. Da habe ich, weil ich mache ja auch oft antirassistische Medienkritik, ich habe so mir die Ramadan-Berichterstattung angeguckt und ich habe bei einer Zeitung gesehen, da stand so, was ist Ramadan und so dieser Standardartikel. Und da stand irgendwie, dass das aus 2022 ist. Und da waren aber Kommentare aus 2017. Also man merkt, die haben 5 Jahre lang den gleichen Artikel recycelt. Und das ist auch eins der Probleme, dass Medien jedes Jahr irgendwie diesen verstaubten, was ist Ramadan, was machen die eigentlich, Text irgendwie rauskramen, den man auch bei Wikipedia nachlesen könnte oder googeln könnte und nicht irgendwie weitergehen und sagen, ja, jetzt reden wir über, keine Ahnung, so viele Themen, die ein bisschen tiefer gehen. Ja, ergänzend könnte ich noch vielleicht da anmerken, dass ich auch nicht sehr überzeugt bin von dieser Idee von Basiswissen, würde uns sozusagen die Probleme weglösen. Es ist immer gut, natürlich Basiswissen zu haben und über das Wissen kann man ja schlecht was sagen. Aber schauen Sie, es gibt bei der AfD zum Beispiel, die wirklich ein großes Problem darstellt für unser gemeinsames Leben, für unser Zusammenhalt, für unser Frieden, gibt es ausgebildete Islamwissenschaftler, habilitierte, vorzügliche Wissenschaftler, die auch, wenn sie sich für die Wissenschaft entscheiden würden, auch eigentlich jedes Amt bekleiden konnten. Und sie sind auch Berater in dieser Partei. Das heißt, sie haben wirklich profundes Wissen. Aber wie diese Partei sich aufstellt, antimuslimisch, islamophob, auch mit haarsträubenden Ideen und Verbotfantasien, das ist nicht zu erklären. Insofern bin ich auch dabei, auch die Frage nach dem Recht zugleich auch etwas aufzunehmen. Es ist wichtig, dass wir natürlich wissen, dass wir in einem Verfassungsstaat leben, in dem auch unsere Verfassung, unser Grundgesetz für alle geltend ist. Aber dieses Grundgesetz wird nicht unser Zusammenhalt garantieren können, wenn die Überzeugungen zu den Inhalten, die dort verankert sind, nicht mehr da sind. Und genauso, wenn Sie auch wissen, die Muslime machen dieses und jenes, das hilft mir nicht, um meine Haltung zu den Muslimen zu ändern, sondern es hilft mir nur, auch darüber weiterhin noch profunder zu lachen oder sie noch profunder zu diskriminieren. Und das machen diese islamwissenschaftlichen Figuren auch in diesen rechtspopulistischen Parteien, nicht nur in Deutschland, sondern auch überhaupt in Europa, weil sie gerade auch noch genauer sagen können, welche Aussage des Propheten sie nehmen können, um zu sagen, mit dieser Aussage, die man sonst nicht wissen könnte. Das heißt, dieses Wissen ist sehr, sehr auch toxisch, weil sie ideologisch dann auch weiterverarbeitet wird. Insofern benötigen wir auch Institutionen und mit dem Friedensunterricht ist wirklich nur ein Beispiel, ein kleines, marginales Beispiel, geht es darum, dass wir wirklich institutionell auch an der Uni, an den Schulen, Erwachsenenbildung, auch in kirchlichen Institutionen Möglichkeiten anbieten, wie wir auch die inneren Überzeugungen stärken können. Dass es nicht nur darum geht, das sind die geltenden Normen, sondern auch aufgrund von welchen Überzeugungen sind diese Normen überhaupt geltend für uns. Und ich glaube schon, dass wir in gewisser Weise auch den Bezug zu all diesen geltenden Normen verloren haben. Und wir wissen nur, dass sie gelten, aber den richtigen Geschmack dafür, das ist uns abhanden gekommen und das konnte man sehr gut sehen. Schauen Sie auch bei der Covid-Katastrophe und Problematiken, welche Ängste die Menschen hatten. Also wenn man aus Kriegsgegenden kommt, und meine Kindheit war ja jahrelang, bis zum 13. Lebensjahr war ich im Krieg in Afghanistan,
Und die Situationen während der Corona-Krise haben mich sehr stark daran erinnert. Wir waren eingekerkert, durften nicht aus dem Haus, Supermärkte waren leer gekauft, es war eine Unsicherheit, ob es überhaupt Lebensmittel da ist. Und dann habe ich mir geschaut, was in Supermärkten gekauft werden, also Klopapier und was auch immer. Und die wissen gar nicht, was eigentlich eine Krise ist. Die wissen gar nicht, was Armut und Not bedeutet. Das ist ein Luxusding, sie wollen nur Hygienemittel kaufen. Aber richtige Not, da müsste man auch anders denken. Aber es war auch schön zu sehen, was für eine bequeme Gesellschaft wir haben, welche süße Sorgen hier vorherrschen. Aber die eigentlichen Sorgen überhaupt sind eigentlich kaum angekommen, während diejenigen, die aus den Kriegsvergangenheit kommen, die wurden dann wieder retraumatisiert. Also ich auch ein Stück weit, weil ich mich immer wieder irgendwie ganz seltsame Gefühle plötzlich von früher hatte, die ich in gewisser Weise auch vergessen hatte, dass sie mich auch geprägt haben und erneut mich über das eben austauschen durfte, was das Wesentliche ausmacht. Nicht, was ist das, was wirklich uns trägt. Und wenn ich wieder bei meinem Friedensunterricht bleibe, unter anderem ist dort sehr wichtig, eine Kompetenz für Differenz zu erlernen. Also Differenzkompetenz, das heißt zu erfragen, was ist bitteschön eine Differenz überhaupt und wozu brauchen wir Differenz für unser Dialog, für unser intersubjektiven Verhältnis. Nicht? Also wenn Jo Frank über meinen Fußball sich natürlich auslässt, das kommt aus einem ganz bestimmten Verhältnis heraus. Das heißt, er weiß ganz genau, dass diese Bemerkung unglaublich hier lustig ist, vor allem für mich. Und das kommt natürlich, weil wir in unserer Differenz auch eine bestimmte Wertschätzung uns trägt, dass wir so etwas sagen können, auch. Und ich glaube, Ironie, Humor, auch eine Art mit der Differenz gelassen umgehen zu dürfen. Und das ist alles, was gerade durchaus auch fehlt. Ja. Weil wir jetzt so viel, Entschuldigung, ich habe kranke Kita-Kinder zu Hause und ich konnte die letzten 3 Tage überhaupt nicht sprechen. Jetzt klingt meine Stimme schon wieder total gut, aber normalerweise klinge ich nicht so, als würde ich so viel rauchen. Aber deswegen entschuldigen Sie mir bitte ab und zu diese kleinen Huster. Jetzt haben wir so viel über Schulunterricht gesprochen und über Religion und über Differenz und Weltanschauung. Da möchte ich gerne noch eine Frage hinterher schieben. Religionsunterricht in Schulen in Deutschland. Ich weiß, das haben verschiedene Bundesländer auch unterschiedlich, aber ich bin in Hessen groß geworden und da konnte man wählen, evangelischen oder katholischen Religionsunterricht. Mehr gab es da nicht und für die sehr wenigen Kinder wie mich, die da nicht reinpassten, hieß das in der Grundschule erstmal, dass wir in irgendwelchen anderen Klassen sitzen mussten, die gerade irgendwas ganz anderes gemacht haben, weil man uns ja nicht unbeaufsichtigt rumsitzen lassen konnte als 7-Jährige. Ein paar Jahre später saßen wir dann auf dem Flur und haben irgendwie Bilder gemalt oder so. Und ich meine, es gibt ja irgendwie auch in verschiedenen Bundesländern Projekte zu muslimischem Religionsunterricht an Schulen und so weiter. Und ich finde, das hat ja auch immer viel zu tun mit der Frage von Hierarchien. Ne? Welche Konfession, welche Weltanschauung kriegt ihren eigenen Religionsunterricht in der Schule und welche nicht? Also welche wird als Teil wahrgenommen und welche nicht? Andererseits könnte man jetzt ja auch sagen, warum überhaupt konfessioneller Religionsunterricht setzt alle zusammen und macht Weltanschauungsunterricht, Ethik, was auch immer. Und jetzt gerade mit diesem Blick auf Basiswissen, miteinander, voneinander lernen, gleichzeitig auch Differenz und Differenzen als was Wertvolles anerkennen und so. Was würdet ihr denn sagen? Lieber die verschiedenen Weltanschauungen und Religionen kriegen ihren eigenen Unterricht oder wir setzen alle zusammen und machen zum Beispiel Friedensunterricht draus und lassen den Religionsunterricht ganz weg? Ich glaube, ich bin Profi in diesem Fall, daher darfst du zuerst. Ja, also Friedensunterricht wäre natürlich mega cool, aber das kann ja beides Platz haben, also sowohl als auch. Und ich persönlich fände es schon besser, einfach so einen Religionsunterricht zu haben, der einfach erklärt, welche Religionen es gibt und was die so glauben und so weiter. Weil in Bosnien gab es direkt nach dem Krieg erstmal religiösen Unterricht, also so wirklich in der Schule islamischen Unterricht.
Und es war immer so ein Codewort für, bist du muslimisch oder nicht? Also wir als Kinder auf dem Schulhof, da wurde nicht gefragt, bist du muslimisch? Sondern da wurde gefragt, gehst du zum Religionsunterricht? Und dann die Kinder, die gesagt haben, nein, dann war es schon so, okay. Also, weil Kinder können ja grausam sein. Also ich glaube, heute gibt es nicht so viele irgendwie Vorurteile gegen christliche Leute und so, weil ab einem bestimmten Alter merkt man, das Problem in Bosnien war nicht Religion, sondern Faschismus. Und dann hat man natürlich kein Problem mit Menschen anderer Religion. Aber als Kind hat man das noch nicht gecheckt. Und dann, wenn jemand sagt, ich gehe nicht zum Religionsunterricht, dann hat er teilweise komische Blicke bekommen. Und das könnte in Deutschland genauso sein. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das genauso ist in manchen Regionen. Plus, es gibt dann einfach so die Zahlenunterschiede. Also, dass man dann teilweise die einzige Person wäre in der Schule, die einen bestimmten Religionsunterricht braucht und der dann gar nicht stattfindet aus finanziellen Gründen. Oder dass man so 5 Leute in der Klasse sitzen hat und bei anderen Religionen sind es 40 und dann kommt wieder Bild und sagt, in dieser Schule in Berlin-Wedding gibt es nur islamischen Unterricht, weil halt irgendwie das die Mehrheit ist und so weiter. Also da gibt es viele praktische Probleme, da finde ich schon Religionsunterricht besser. Ja genau, Profi in dem Sinne, weil ich auch gerade Religionslehrerin und Lehrer auch in Münster ausbilde. Insofern muss ich sozusagen dafür eigentlich plädieren, dass es wichtig ist. Ich werde gleich gegen mich reden, aber zunächst mal für. Es hat schon sehr viel Sinn, dass wir das anbieten und was ich für meine eigene Religion sagen kann, viel zu spät. Nicht? Also ich selbst war in Darmstadt auf einer Realschule und wollte unbedingt katholischen Religionsunterricht wahrnehmen, aber ich wurde aus dem Unterricht rausgeschmissen, weil mein Lehrer sagte, es ist ein bekenntnisorientierter Unterricht, du bist noch nicht einmal Christ, also das wäre schon problematischer als Protestant, aber du bist Muslim, du darfst den Unterricht nicht teilnehmen. Dann bin ich raus als Streber, natürlich unglaublich traurig, eine Stunde nicht zu lernen und habe gesehen, auf dem Schulhof stehen andere Kanaken. Das heißt, wir waren dann einfach, unausgesprochen haben wir dann natürlich Fußball gespielt, was du nicht glauben kannst, und zwar ohne Ball. Also mein Schulranzen war sozusagen unser Ball und damit haben wir einfach hinhergekickt, weil es einfach ganz klar war, wir gehören nicht da oben hin, sondern wir gehören hier auf dem Schulhof. Und heute denke ich, ja, den jungen Milat, der damals auf dem Schulhof Fußball spielen musste, aber sehr viel Sinn für Religion hatte, heute darf ich ihm die Möglichkeit geben, auch etwas über seine Religion zu lernen, von innen her zu lernen. Die große Diskussion ist mir bekannt zu sagen, brauchen wir noch überhaupt Bekenntnisorientierte? Ich glaube, dafür würde ich sehr stark plädieren. Vor 2 Wochen habe ich bei einer Fortbildung der Lehrkräfte bei Berufsschulen in Bayern mittragen dürfen. Und da ist eine Lehrerin aufgestanden und sagte, ich bin 30 Jahre lang Lehrerin für christlichen Religionsunterricht und das ist bekenntnisorientiert. Und ich frage mich jedes Mal, was ist der Unterschied von dem, was ich als Lehrerin hier leiste und anderen, die es machen? Und ich kann Ihnen ganz klar sagen, ich brenne für das, was ich sage. Ich erkläre denen nicht, wie ein Kühlschrank funktioniert und dass ich bleibe kalt, sondern das, worüber ich rede. Ich rede dafür, wofür Jesus von Nazareth gestorben ist und warum er diese Wunden getragen hat, wofür er diese Narben hatte und was seine Kreuzigung und der Schmerz seiner Mutter für mich bedeutet. Ich stehe da und meine Schülerinnen und Schüler, die eigentlich auch erwachsen sind, sind 20, 21, Berufsschule, nicht wirklich sehr auch interessiert unbedingt, aber sie sehen, dass ich ihr vor ihnen brenne für das, was ich ihnen vermittle. Und ich merke, wie sie gepackt sind, weil das, worum es hier geht, ist etwas zutiefst Existenzielles. Und ich finde, es gibt so wenig Räume in unserer Gesellschaft, in denen auch existenzielle Fragen so ins Zentrum gerückt werden, dass die Menschen, die darüber reden, auch davon betroffen sind und diese Betroffenheit auch nicht verstecken unter irgendeiner Professionalität, sondern diese auch als Teil dieses Unterrichts machen. Und das ist groß. Dafür würde ich ganz schnell gegen mich sprechen. Es ist natürlich auch so eine Sache, wenn wir nur islamischen Religionsunterricht haben und die anderen ihre eigene,
ob das wirklich beiträgt für einen Sinn, tieferen Sinn für Differenzkompetenz. Und das hängt davon ab natürlich, wie wir sie ausbilden und sie sollen. Und dafür versuchen wir zumindest auch andere Dialogkonzepte auch im Curriculum an der Uni einzubauen, dass sie natürlich auch viel Wissen über andere Religionen sammeln dürfen, dass sie auch, wenn sie auch islamischen Religionsunterricht studieren, dass sie trotzdem Texte von christlichen Kolleginnen wie, keine Ahnung, Pater Felix Körner lesen, weil er einfach ein vorzüglicher Wissenschaftler ist und viel auch Wissen über Islam hat. Und diese Begegnung, diese Art, auch sich mit dem anderen zu befassen, was ihnen natürlich auch Schmerz füllt, weil sie sich jetzt damit befassen müssen, dass die anderen an einen Gott glauben, der trinitarisch ist und Gott Mensch geworden ist, weil sie islamisch vielleicht gar nicht wahrhaben können, aber jetzt lernen sie, das auszuhalten, weil sie merken, die andere Religion und Theologie hat auch ihre eigene tiefe Logik und tiefe Schönheit. Und wenn ich diese Lehrkräfte habe, die am Ende auch islamischen Bekenntnisunterricht haben, verantworten, aber dennoch damit vertraut sind, wie die anderen funktionieren, wie die anderen lieben und mit Hingabe ihre Religion leben können, dann habe ich eine gute Basis geschaffen. Aber ansonsten müssen wir auch Räume schaffen, entgrenzen diese Unterrichtsfächer, dass sie trotz ihrer Bekenntnisorientiertheit auch Einblicke und Differenzkompetenzen für die anderen gewinnen und das nicht erst später lernen müssen, obwohl sie tolle Christen, tolle Muslime sind, sondern sie müssen auch von vornherein wissen, was zu ihrer eigentlichen Verantwortung gehört. Es gab ja auch noch eine Frage. Da können Sie jetzt gerne applaudieren für diese auch sehr brennende Antwort. Es gab eine Frage, die eigentlich da sehr gut anschließt, nämlich die Frage danach, wie man gerade religiöse und nicht religiöse Gruppen besser zusammenbringen kann in diesem Kontext interreligiöser Arbeit. Genau, wenn man nämlich jetzt nun mal eben diese eine Gruppe hat, die sagt, ich habe mit Religion überhaupt gar nichts zu tun, ich kenne mich nicht aus, es interessiert mich vielleicht auch nicht, gleichzeitig ist es dieses Gefüge, in dem wir als Gesellschaft zusammenleben? Wie bringt man die Leute denn da zusammen? Also bei unserem Religionskulturunterricht wurde dann auch unterrichtet, was Agnostiker und Atheisten sind. Und also da kann man nicht sagen, woran die glauben, ne? Aber da sagt man dann so ein bisschen irgendwie so Statistiken, wie viele es gibt in Bosnien, wie viele es gibt auf der Welt, was so die führenden Denker dieser Bewegungen sind und was sie geschrieben haben und so weiter, also um ein bisschen das Wissen dahinter zu kennen. Und das wäre vielleicht so ein erster Schritt, dass Leute irgendwie so wissen, okay, Atheisten bedeutet nicht einfach, die glauben an nichts, sondern die haben auch bestimmte Theorien über die Welt und über Ethik und dies und das. Und dann diese Theorien ein bisschen besser kennenlernen. Also ich habe das jetzt mittlerweile alles vergessen. Ich war so 17 oder sowas, also keine Ahnung, was ich da gelernt habe, aber es war interessant. Aber sowas könnte man dann zum Beispiel machen. Und ich glaube, bei Dialogperspektiven gibt es ja auch ein paar Atheisten und da wird es so gelöst, indem man sich halt an Themen orientiert. Und das kann man dann auch so als zweiten Schritt machen, nicht so dieses Getrennte zu haben, so, ja, das glauben die, das glauben die, das glauben die, das sind die, das sind die, das sind die, sondern dann hat man so Fragen wie zum Beispiel, warum gibt es so viel Leid auf der Welt, wenn es Gott gibt? Und dann natürlich für atheistische und agnostische Menschen ist das eine ziemlich andere Perspektive, die sie drauf haben. Aber sie können ja auch auf solche Fragen irgendwie ihre Sicht der Dinge geben oder auf so Ethikfragen, auf Fragen des Lebens im weitesten Sinne, die man dann aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und dann haben halt atheistische Menschen und agnostische Menschen ihre Perspektive. Und dann kann man da irgendwie Differenz und Zusammenhalt sehen. Aber wie kann man denn überhaupt, ne, du hast das Beispiel Dialogperspektiven gebracht, gerade wir hatten jetzt das Thema Schulunterricht, aber wie kann man denn überhaupt mehr Räume schaffen, in denen diese verschiedenen Gruppen zusammenkommen können, damit es überhaupt irgendwie, ne, da, man muss ja erstmal sich bewerben auf sowas oder mitmachen wollen, wie kann man da mehr Begegnungsorte schaffen?
Ja, da braucht man Geld wahrscheinlich. Oder man versucht es irgendwie. Geld braucht man immer wahrscheinlich. Aber sonst könnte man versuchen, es auch so ein bisschen rauszunehmen aus diesem, man muss sich bewerben und so weiter. Also eigentlich könnte man versuchen, ein bisschen über die Medien Menschen zu erreichen und irgendwie das über die Medien zu machen, solche Konzepte zu erklären, vielleicht so eine Diskussionssendung zu haben, statt diesen zig Polit-Talkshows, die eh keiner guckt, irgendwie habe ich das Gefühl, könnte man so eine Talkshow machen, wo immer es ein Thema gibt, so ein Ethik-Thema, und dann sitzen da Menschen aus verschiedenen Glaubensrichtungen und auch atheistische Menschen und so weiter und reden darüber aus ihren Perspektiven, lernen sich besser kennen und so weiter. Das wäre vielleicht mal eine gute Sache, weil dann hat man diesen Raum für die Leute, die dann in dieser Sendung sind, aber auch die Leute, die zuschauen, können dann daran teilnehmen. Und das ist viel niedrigschwelliger, als wenn man sich jetzt auf irgendwas bewerben muss und so weiter, weil dann muss man ja auch schon bestimmte Kriterien erfüllen und eigentlich schon so ein bisschen Überflieger sein, damit man da überhaupt akzeptiert wird. Und für ältere Menschen gibt es das ja eh kaum. Also das ist meistens Leute, die studieren. Ich kann jetzt schon ich, obwohl ich total jung bin und gut aussehend und so. Aber schon ich kann ja jetzt nicht mitmachen bei solchen Projekten, weil ich keine Studentin mehr bin. Also da fängt es schon an. Deshalb würde ich versuchen, das gar nicht so sehr über Projekte zu machen, sondern vielleicht über Medien. Aber ich gucke ja auch viel auf Medien, weil ich Journalistin bin. Da gibt es bestimmt auch bessere Lösungen als Medien. Aber ja, vielen Dank. Ich glaube, mir ist an dieser Stelle wichtig, auch aus meiner Perspektive zu sagen, dass die Frage unglaublich wichtig ist. Ohne dass ich jetzt das jetzt eine Lösung anbieten kann, aber die Frage allein schon ist deshalb wichtig, wenn man sie wirklich ernst nimmt. Denn was man tun kann und was man auch bereits schon schulisch tut, ist, dass diejenigen, die eben nicht bekenntnisorientierte Religiosität haben, einfach da ausschließt und bestenfalls ihnen praktische Philosophie anbietet und Ethik, was ich sowieso katastrophal finde, sie gegen die Religion auszuspielen. Also entweder hat man diesen oder den anderen, als würde man das andere als eine nicht brauchen, wenn man jetzt religiös ist. Ich finde schon, dass Philosophie etwas ist, was alle lernen müssen, viel mehr als alles andere, weil da sind Grundfragen, die dort verhandelt werden. Wenn man meinen würde, Menschen, die Atheisten sind, brauchen nur sozusagen ethische Auseinandersetzungen, das stimmt ja einfach nicht. Nur weil sie Atheistinnen und Atheisten sind, weil sie einfach von mir aus an nichts glauben, das ist doch auch cool, einfach an keinen Gott oder sonst irgendetwas zu glauben, aber sie sind auch Menschen, die Grundfragen haben, die unsere Existenz betreffen. Sie haben auch Fragen, die genauso wie die Menschen haben, die einen Glauben haben. Aber wo sind die wirklich echte Räume für sie, dass wir sie auffangen können in ihrer Echtheit, in ihrer Positivität und nicht immer sie ausschließen und sagen, du darfst zwar keinen Religionsunterricht besuchen, aber dafür praktische Philosophie wäre doch etwas, oder? Da verhandelt man auch etwas. Ich finde nicht, dass man sie abschieben sollte, sondern dass wir positiv dafür nachdenken müsste, wo sind Orte, Räume, Institutionen, die sie auffangen können in ihrer Eigenheit, ohne dass sie sich als ausgeschlossen fühlen, was sie auch tun, weil sie eben per Definition, und der Name ist schon seltsam, dass sie Atheisten sind. Vielleicht wollen sie auch nicht mehr so genannt werden, die pfeifen auf Gottesvorstellungen und Gott und so weiter. Dass sie überhaupt als solche immer noch benannt werden, halte ich schon für skandalös. Sondern wir müssen auch darüber nachdenken, wie sie sich auch ihren eigenen Selbstverständnis auch positiv entwickeln können. Denn sie sind genauso wert und wichtig für unsere differente, plurale Gesellschaft wie alle anderen auch. Und da fehlen mir in der Tat Antworten, aber auf jeden Fall die Wichtigkeit und Ernsthaftigkeit dieser Frage sollten wir, glaube ich, hochhalten. Ihr habt so viele interessante Sachen zu sagen, dass wir total in Zeitnot kommen. Deswegen gehen wir mal zum zweiten Block. Es gibt aber noch eine Frage aus dem ersten Block, die würde ich so ein bisschen einfach mit rüberziehen, nämlich die nach, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt aussehen kann in einer gesellschaftlichen Realität, in der es Rassismus gibt, Antisemitismus gibt, in der es Behindertenfeindlichkeit und so weiter gibt. Und
im zweiten Blog, in dem es ja um Barrieren und Hürden geht, da kann man diese Frage auch mit reinlesen, gab es nämlich ja eben auch eine Frage, wie religiöse und interreligiöse Orte, Angebote und Settings inklusiver werden können, um die Teilnahme aller zu ermöglichen. Vielleicht könnt ihr diese beiden Fragen kurz so ein bisschen zusammen beantworten. Ja, also ich mache es kurz wegen der Zeitnot. Ich glaube, da müsste man einfach den Betroffenen zuhören und dann sagen sie halt, was zu tun ist und dann tut man es. Also so kompliziert finde ich es nicht. Zum Beispiel Barrierefreiheit, dann fragt man halt Menschen, was brauchst du? Und dann sagen die eine Rampe oder Untertitel oder sowas. Und dann macht man es hoffentlich mal, weil ich habe das Gefühl, es wird sich ganz viel im Kreis gedreht und auch im Journalismus sehe ich, dass so manche Redaktionen, die geben zu, dass sie ein Problem mit Diversität haben, dass sie irgendwie alle gleich sind, sagen wir mal, in der Redaktion. Und dann denken sie, ja, jetzt ist es damit getan. Ich habe zugegeben, dass da ein Problem ist. Ich bin einer von den Guten. Also einfach den Betroffenen zuhören und dann das umsetzen, würde ich sagen. Aber Schaumine, darf ich kurz widersprechen? Ich verstehe die sehr gut, aber ich glaube schon, dass es auch so etwas gibt wie strukturelle Diskriminierung. Also eine Form von Diskriminierung, die schon so zur Gewohnheit geworden ist, dass die Betroffenen nicht einmal denken, dass sie auch ein Recht oder eine Möglichkeit haben, dass sie anders behandelt werden könnten. Wie zum Beispiel Menschen, die gerne am Sonntag in die Kirche gehen und irgendwann mal zu alt sind, weil sie einfach das Haus nicht mehr verlassen können. Und genau das, was sie ein Leben lang gerne getan haben, einfach nicht mehr dann machen. Und sie denken, und wir haben ihnen beigebracht, du bist halt alt, und zwar so alt, dass du es einfach nicht mehr besuchen kannst. Was willst du denn? Im Fernsehen gibt es ja auch Gottesdienste, die du anschauen kannst. Und die sind ja meistens leider grauenhaft. Also das ist wirklich eine Qual. Manche muss ich sogar sehen und feedbacken, das ist unglaublich schlimm. Es gibt auch tolle, also das ist klar. Ja, genau. Aber die Idee ist, ob sie wirklich wissen, was ihnen gut tut. Oder ob man ihnen sozusagen nicht ein Leben lang beigebracht hat, dass sie nicht so denken können. Ich glaube, das war auch in der Frage ja eingebettet zu sagen, während der Covid-Zeit, dass alles in gewisser Weise digitalisiert war, dass sie wirklich auch in ihren Zuhause eingeholt wurden und jetzt wieder alles wieder zurückkommt. Sie wurden einfach mit einer neuen Realität konfrontiert, von der sie nie vorher träumen konnten, dass sie auch auf dem Sofa sitzen können und genau aber ihren Pfarrer und ihren Priester, den sie ein Leben lang gern haben, auch miterleben dürfen oder vielleicht am Bildschirm auch alle diejenigen, die sonst neben ihnen saßen. Das ist nur einfach als Beispiel und in anderen Formen ja auch. Also auch Rassismus ist etwas, Ausländerfeindlichkeit in meiner Jugend, wie es genannt wurde, weil wir dachten, dass so soll es auch sein. Aber wir lernen immer mehr, dass wir sensibler sein müssen, genderspezifisch sensibler sein müssen. Und ich glaube, da brauchen wir auch Kompetenzen. Wir brauchen auch Menschen und Institutionen, die auch dafür Sorge tragen, dass diejenigen, die man auch vielleicht fragen würde, was brauchst du, und die sagen nicht, es ist alles gut, dass man ihnen beibringt, es ist einfach nicht alles gut und du musst aufstehen und für dein Recht kämpfen und das ist nämlich dein Recht. Und das schließt natürlich in keiner Weise das aus, was du auch für dich auch wichtig ist, nämlich zunächst einmal auch auf die zugehen und die sprechen lassen und ein Gehör für sie zu haben, auf jeden Fall. Aber additiv vielleicht dazu auch professionell dies erkennen und dafür Räume schaffen. Das wäre mir schon wichtig. Ja. Also ich meinte eigentlich auch so Experten, also Leute, die wirklich diese Sachen erkennen. Aber ich gebe dir total recht, sogar die Experten erkennen bestimmte Diskriminierungsformen gar nicht, weil man halt dran gewöhnt ist. Wir haben in diesem Bereich Barrieren und Hürden noch zwei Fragen. Die eine richtete sich danach, wie Communities gegen die Vereinnahmung ihrer Forderungen, ihrer Begriffe und so weiter sich wehren können durch Institutionen, durch die Privatwirtschaft, durch den gesellschaftlichen Diskurs in Medien und so weiter. Genau, das sehen wir ja immer wieder. Ne? Es gibt immer wieder aktuelle Beispiele. Es gibt sowohl irgendwie die Unternehmen, die sich dann zu bestimmten Tagen alle Regenbogenfarben geben Feminist auf ihre T-Shirts drucken oder. Und gleichzeitig gibt es Begriffe, die mal progressive Kampfbegriffe waren, die in so ein
die so eine neue Konnotation bekommen als was ganz Negatives. Also reden wir zum Beispiel über so Begriffe wie Political Correctness oder so. Oder gerade liest man in jedem zweiten Zeitungsartikel das Wort Woke. Was für Strategien, was für Ideen habt ihr? Wie können sich Communities dagegen wehren? Sollten sie überhaupt? Sollten auf jeden Fall. Also ich glaube, dass beide Punkte das gleiche Kernproblem haben. Und zwar, dass viel mehr auf Symbolik gesetzt wird als auf richtige handfeste Sachen. Und das erkennen Unternehmen und dann machen sie nur so symbolische Sachen. Und teilweise ist das auch in Aktivismuskreisen so, dass die Leute viel mehr auf symbolische Sachen achten als auf richtige, ich sag mal, handfeste Sachen. Also zum Beispiel ein Unternehmen bekommt einen Shitstorm, wenn eine Werbung nicht divers genug ist, wenn da nicht irgendwie ganz viele verschiedene Leute zu sehen sind und so weiter, dann kann man schon einen Shitstorm bekommen. Aber dass das gleiche Unternehmen irgendwie in Bangladesch produziert und mehr als 1000 Menschen zum Beispiel bei Rana Plaza dann gestorben sind wegen den grausamen Berufsbedingungen, das interessiert dann irgendwie weniger. Oder zum Beispiel Volkswagen. Warum hat Volkswagen nicht nonstop, also warum ist das nicht gesellschaftlich geächtet, mit Volkswagen irgendwas zu tun haben? Ich kenne keinen Genozid, mit dem sie nicht irgendwie verwickelt waren mittlerweile. Das ist wirklich unglaublich. Aber es ist halt so, dass Leute, es ist halt leichter, auf so symbolische Sachen zu achten. Und genauso ist es mit Begriffen. Denn achtet man halt drauf, wie man sich ausdrückt, aber dass der Hass noch bleibt, daran arbeiten irgendwie die wenigsten, das zu ändern. Und genauso ist es zum Beispiel, ich nutze dann immer so als Beispiel dieses Wort Facharbeiter. Das wurde ja spezifisch designt, quasi um auszudrücken, dass diese Menschen gebraucht werden, dass sie irgendwie bestimmte Kompetenzen mitbringen und so weiter. Und jetzt wird das in rechten Kreisen genutzt als Beleidigung. Ja, guck mal, all die Facharbeiter wird dann geschrieben unter Artikel, wo es irgendwie um Kriminalität geht und so weiter. Also man muss wirklich erst an den Kern gehen und an diesem Hass, an dieser Ideologie und so weiter arbeiten. Sprache ist da eigentlich für mich zweitrangig. Und ich weiß, Sprache ist auch wichtig. Ich habe auch ganz viel darüber gemacht und so weiter. Aber es ist trotzdem zweitrangig. Und genauso ist es bei den Sachen so Vereinnahmung durch irgendwie Firmen und so weiter. Da muss man drauf gucken. Und auch die aktivistische Community muss dann sagen, okay, schön, Douglas, ihr habt jetzt eine Werbung mit einer Hijabi, aber als sich meine beste Freundin vor 6 Monaten bei euch beworben hat, habt ihr gesagt, nee, keine mit Kopftuch soll bei uns arbeiten und so weiter. Das ist übrigens eine richtige Geschichte. Also ich kenne eine Frau, die ihr wurde am Kopftuch gezupft und dann wurde gesagt, nee, mit dem kannst du hier nicht arbeiten. Und dann sehe ich ein paar Monate später, so, die haben eine Werbung mit einer Hijabi. Also einfach so drauf gucken und immer, wenn versucht wird, diese Sachen, Begriffe, Symbolik und so weiter zu vereinnahmen, dann sagen, hey, aber setzt ihr das auch wirklich um? Und wenn sie es umsetzen, dann dürfen sie diese Sachen von mir aus gern vereinnahmen und wirklich eine Regenbogenflagge aufs Gebäude klatschen und so weiter. Wenn nicht, dann muss man irgendwie Druck machen, dass sie sich ändern. Ja, dem kann ich nicht allzu viel hinzufügen, nur vielleicht eine andere Perspektive, weil ich davon durchaus überzeugt bin, dass wir dagegen nicht viel tun können. Wenn ein Unternehmen so etwas tut, was sollen wir schon machen? Einen offenen Brief schreiben, lasst das, wir wissen ja, dass ihr Macho seid, wieso habt ihr so ein T-Shirt? Das hilft nicht, sie machen weiter und immerhin machen sie das. Ich glaube, dagegen kann man sehr gut aber was tun, indem wir diejenigen, die sozusagen die echte Seite vertreten, auch mit Inhalten und mit Rückhalt und mit Haltung das Ganze tragen, auch ihre Positionen nicht sehr mit Symbolik behaftet sehen, sondern auch zeigen, wo der Unterschied ist. Also wenn ich überall ukrainische Fahnen sehe, die auch in Berlin überall an Häusern hängen, auf der einen Seite ist das voll toll, das ist Solidarität, auf der anderen Seite ist es einfach so unglaublich unbedeutend.
damit ist was denn beruhigt? Das eigene Gewissen, dass wir was für die Ukrainer gemacht haben, indem wir Farbe bekennen. Und das kenne ich auch aus eigenen anderen Kreisen, dass Kinder aufgenommen werden, unterstützt werden, die aus der Ukraine sind. Aus derselben Klasse, in der vor einigen Jahren auch syrische Flüchtlinge da waren, die man nicht einmal angeschaut hatte. Und wenn man sie fragen würde, wieso tun sie das, dann würden sie sicher sagen, dass sie gegen den Krieg sind, Menschen helfen wollen, die in Not sind. Und das stimmt einfach alles nicht, weil es einfach nur heuchlerisch ist. Ich erinnere einfach an diese europäische Janusköpfigkeit, weil Europa auch im Titel unserer Veranstaltung ist. Da muss man auch etwas darüber vielleicht kurz etwas sagen. Janusköpfigkeit, die gerade während dieser Ukraine-Krieges sehr mit starken Tönen und Symbolik arbeitet. Aber dieselbe Frau von der Leyen war es, die am 3. März 2020 in Griechenland war, an der Grenze, und ganz klar gesagt hat, die Grenzen von Griechenland sind die Grenzen von Europa. Mit ihren Kumpanen, und dann kam die Covid-Pandemie, und 2 Jahre später gibt es Ukraine-Krieg, und dann hat man eine ganz andere Rhetorik. Das heißt, diejenigen, die im Mittelmeer gestorben sind, die kein Land finden, die nicht Anerkennung finden, die kein Auffanglagern lokalisiert werden, sie sind alle natürlich vergessen. Und ich glaube, das ist natürlich nicht vergessen, wenn wir gerne darüber reden wollen, wie ein Zusammenhalt nachhaltig in dieser Gesellschaft auch sein kann. Dann gibt es Menschen hier, die da sind und die sehen Unrecht, Ungleichbehandlung, eine ganz weite Entfernung von den Urideen einer Europäischen Union, die natürlich eine Werteunion ist. Und insofern ist das schon wichtig, dass wir dieses europäische Projekt auch kritisch weiterverfolgen und auch erkennen, dass sie natürlich unglaublich zerstört wird, gerade durch nationalistische Egoismen, durch die Verstärkung von nationalen Interessen, die dieses Gemeinsame, den Aufbruch, eine Dynamik, einen Zusammenhalt, eine wertekonforme, plurale Denkweise eigentlich unmöglich macht. Und diejenigen, die sogar auf der guten Seite stehen, werden auf der einen Seite blockiert, auf der anderen Seite sind sie natürlich auch in ihrer eurozentristischen, postkolonialen Ideen tief verankert, die einfach nicht mehr tragen. Da schließt schon wieder total gut die nächste Frage der Teilnehmenden an, weil wir gerade auf die internationale Ebene gegangen sind. Und es gab ja auch eine Frage danach, wie Minderheiten Bedrohungen und drohende Verfolgung rechtzeitig erkennen können und wie man dieser begegnen kann auf nationaler, aber eben auch auf internationaler Ebene. Ja, da kann ich mich noch erinnern, das war die Frage von Jaspreet Singh, der auch Genozide, unter anderem auch den Genozid an Sikhs in 84 angesprochen hat und so weiter. Und da gibt es eigentlich schon einen Rahmen, der schon entwickelt ist und auch schon sehr gut ist, nämlich es gibt die 10 Stufen des Genozides oder 11, je nachdem, weil es wurde noch eine extra Stufe von Genozid hinzugefügt, Triumphalismus. Das ist, wenn man das nicht mal mehr leugnet, sondern es feiert. Das musste wegen dem letzten Genozid an Bosniaken hinzugefügt werden. Also so 10 oder 11 Stufen von Genozid. Und dann gibt es auch Genozidpräventionsmaßnahmen. Das ist alles schon erarbeitet. Das muss nur umgesetzt werden. Und wenn Minderheiten das erkennen wollen, dann guckt man sich halt diese 10 Stufen des Genozids an. Muss ja auch nicht bis Genozid gehen, ne? Aber jede Form von Diskriminierung fängt halt, also es fängt ja bei der ersten Stufe an. Genozid geht dann noch weiter, aber vielleicht bei bestimmter Diskriminierung endet es dann bei der 3. Stufe und so. Aber trotzdem hat man da quasi das ganze Spektrum von Hass und guckt dann, wo man gerade gelandet ist. Vielleicht ist man nur bei der ersten Stufe und so. Also das hilft bei der Identifizierung, und dann die Genozidpräventionsmaßnahmen helfen bei der Prävention. Und auch da ist es so, dass man nicht gleich so, keine Ahnung, eine militärische Invasion starten muss auf Deutschland, weil es hier Rassismus gibt, sondern es gibt halt auch bei diesen Präventionsmaßnahmen gibt es Abstufungen und irgendwie verschiedene Stärken. Also das ist alles schon erarbeitet, aber es ist halt null bekannt. Und keiner interessiert sich dafür. Und
ich frage mich auch immer, also es gibt sogar in Deutschland so, ich habe das Gefühl, viele Menschen verstehen gar nicht, was Genozid ist. Das wird so mit Massenmord gleichgestellt. Leute denken, das ist Massenmord. Das ist es aber gar nicht. Und deshalb einfach, man sollte vielleicht in diesem Friedensunterricht, sollte man dann auch so lehren, was Genozid ist und wie der präveniert wird und so weiter. Weil ich merke zum Beispiel auch in der Berichterstattung, dass wenn es um Genozide geht, Haaretz, diese linke israelische Zeitung, sehr gute Arbeit macht, weil die Leute einfach wissen, worüber sie reden und nicht so wie bei anderen Medien, wo man merkt, dass die denken, Genozid ist gleich Massenmord und dabei irgendwie die Hälfte der Genozide, die je passiert sind, leugnen, weil sie nicht Massenmorde waren, sondern Zwangssterilisation oder sowas. Wir müssen langsam zum Ende kommen, obwohl wir noch ein paar Sachen auf dem Zettel haben. Eine letzte Frage aus dem letzten Block will ich euch aber trotzdem noch stellen. Und das schließt an das, was du gerade gesagt hast und das schließt an das, was ihr vorhin schon gesagt habt. Das, weil wir hatten jetzt ja noch die Rolle von Wissenschaft und akademischem Raum. Und es gab ja die Frage nach dem Potenzial von Recht. Was kann Recht eigentlich tatsächlich tun im Minderheitenschutz? Und kann das in einer Demokratie wirklich helfen, Rassismus, Antisemitismus zu bekämpfen? Vielleicht ihr beide zu dieser Frage noch eine kurze und knackige Antwort. Und es tut mir total leid für die beiden Fragen, die wir jetzt leider nicht mehr schaffen. Ja, ganz kurz, wie gesagt, also Recht gilt, aber hilft nicht viel. Also es gibt schon ein Recht zu sagen, man darf Genozid nicht leugnen oder mit, also wir wissen schon, was rechtens ist, aber es gibt dennoch internationale Zusammenarbeit mit China oder mit Saudi-Arabien. Wenn Uli Önes schon an das Leid der Uiguren erinnert, dann wissen wir, wie weit wir es geschafft haben und gebracht haben. Also das heißt, es gibt schon so etwas wie das Leid einer Bevölkerung, eines Volkes, was wirklich von Genozid betroffen ist, gerade in China. Und das ist ja kein Geheimnis, aber wen interessiert das? Das heißt, es gibt schon so etwas und wie du sagst, es gibt da auch genügend Gründe und genügend Beweise, dass man was tun sollte. Aber es gibt natürlich ökonomische Interessen, die viel tragender sind als alles andere. Also nur ein kleines, kurzes Beispiel. Wenn die Türkei mit China zusammenarbeitet, wenn die Taliban die Ersten sind, die mit der chinesischen Regierung die ersten Verhandlungen führen, die ersten Pressebildern der Taliban sind von den Taliban-Anführern mit China, während sie sich als Supermuslime verstehen, und mit denen zusammenarbeiten wollen, weil sie ihnen viel versprochen haben, weil sie in Afghanistan für sie tun wollen, die Uiguren aufgrund ihrer Religiosität diskriminieren und an ihnen sozusagen jedes Unrecht verüben, das überhaupt möglich ist, dann ist das insgesamt eben nicht verstehbar. Und ich glaube, dafür müssen wir etwas tun, indem wir für eigene Wachsamkeit etwas sorgen, dass wir uns auch selbst bilden und auch ihre eigene Stimme auch finden in diesem globalen Unrecht, was gerade auch vonstatten geht. Also man denkt, der Ukraine-Krieg von Russland ist einfach nur jetzt plötzlich passiert, aber das ist natürlich etwas, was nach dem Bild, was die NATO und die USA in Afghanistan abgegeben haben, wo auch Putin das Ganze auch gemütlich sich angeschaut hat, auch daraufhin auch diese Ideen und Strategien auch mitentwickelt haben dürfte. Denn das Bild, was sie dort abgegeben haben, ist ein Bild des Elends. Und das hat nichts mit dem zu tun, was wir sonst von der europäischen und von NATO oder von den Mächten der freien Welt erwarten dürfen. Insofern glaube ich, wir tun gut daran, etwas mehr Kritik, Selbstkritik, Wachsamkeit in unserem Leben einzupflegen. Ja, das würde ich auch sagen. Also es ist immer ein Unterschied zwischen Recht und Gesetze existieren und sie werden umgesetzt. Das ist ganz oft das Problem, dass sie nicht umgesetzt werden oder dass man irgendwie Loopholes findet, um drum herum zu kommen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass Recht eine sehr, sehr wichtige Sache ist, weil zum Beispiel, wenn in Deutschland nicht verboten wäre, den Holocaust zu leugnen, also das Problem mit dem Genozid an Uiguren ist ja, dass der nicht offiziell anerkannt wird von Deutschland. Aber wenn zum Beispiel die Holocaustleugnung nicht verboten wäre, denkt ihr wirklich, dass irgendwelche AfD-Leute nicht in all diesen Talkshows, in denen sie immer saßen und sitzen,
dass sie da nicht sitzen würden und irgendwelche antisemitischen Verschwörungstheorien noch breiter verbreiten würden und irgendwas über Holztüren und so weiter labern würden. Das würde auf jeden Fall passieren vor einem Millionenpublikum und ein beachtlicher Teil des Millionenpublikums würde sich denken, stimmt. Also das ist wirklich, und ich meine Genozidleugnung, egal ob beim Holocaust oder bei dem Genozid an Tutsis oder an Bosniaken und so weiter, das ist ja, wie ich schon gesagt habe, die 10. Stufe eines jeden Genozids. Das ist ein Bestandteil davon. Das ist keine Meinung und die Leute, die das sagen, sagen es nicht aus Spaß, sondern sie sagen es, damit sie es wieder machen können. Und deshalb, solche Sachen müssen rechtlich verboten werden. Und zwar nicht nur, dass zum Beispiel in Ruanda die Leugnung des Genozids an den Tutsis verboten ist, in Deutschland Holocaust, in Bosnien die Aggressia und so weiter, sondern überall alle. Man muss da wirklich solidarisch sein und überall alles verbieten. Plus, wir wissen zum Beispiel, das zieht sich durch die Geschichte, dass Verbrechen an Frauen, also sexualisierte Verbrechen und so weiter, dass die gar nicht richtig in die Gesetze eingetragen waren. Das musste erst durch die Massenvergewaltigungen in Bosnien, wurde es erst gerichtlich bewiesen, dass Vergewaltigung eine Kriegswaffe ist. Erst vor kurzem wegen Sierra Leone wurde bewiesen, dass Zwangsschwängerung auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist und so weiter. Da würde man sich denken, das sind eigentlich logische Sachen, aber das muss trotzdem in Gesetze eingeschrieben sein, weil es auch zu Strafverfolgung führt. Und Strafverfolgung ist eine der wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Also Recht ist sehr, sehr, sehr wichtig. Dann danke ich euch beiden an dieser Stelle für die vielen schlauen Sachen, die ihr gesagt habt, für die unterhaltsamen, genauso wie für die sehr ernsten. Und Ihnen, liebes Publikum, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir brauchen Sie jetzt noch einen Moment, bevor wir gleich zu Getränken und Austausch und vor die Tür gehen können. Denn wir haben ja schon angekündigt, dass wir die Umfrage von am Anfang am Ende gerne nochmal machen wollen. Deswegen holen Sie doch die Smartphones gleich schon mal wieder raus. Smartphones. Dina, entschuldige auch meinen Tippen nein, auf nein, die nicht vorhandene Uhr. Das ist so ein bisschen auch eine Ausprägung von diesen, ja, von Pluralismus in Aktion tatsächlich, weil diese vielen Perspektiven und Themen, die jetzt kurz angeschnitten werden konnten, die Fragen, die sich auf Bereiche, auf gesellschaftliche Bereiche beziehen, über die wir dringend sprechen müssen und sprechen wollen, um eben diesen Prozess eines Auslotens, Aktualisierens von einem Referenzrahmen für unser Zusammenleben. Wenn wir da weitergehen wollen, dann würden wir Sie wahrscheinlich heute nicht mehr entlassen hier. Und wir tun das ja auch an vielen, vielen Stellen. Das war jetzt ein Moment. Wir tun das im Rahmen unseres Netzwerkes bei weiteren Veranstaltungen. Wir tun das auch im Rahmen der Dialogperspektiven. Da machen wir es ganz konkret, wenn wir im Herbst uns genau mit diesem Thema beschäftigen werden, mit unseren TeilnehmerInnen. Das nur an dieser Stelle kurz nochmal der Einwand oder der Kommentar. Jetzt kommen wir zur Umfrage Teil 2. Es sind dieselben Aussagen, deswegen gehen wir jetzt ein bisschen schneller durch die einzelnen Folien. Sie sind alle auf der Seite www.menti.com und haben den entsprechenden Code eingegeben. Ich lese den jetzt nicht nochmal vor und wir gehen zur ersten Aussage. Ich bin gern Teil einer pluralistischen Gesellschaft. Das nachher ist zur Orientierung für die KollegInnen zum Sortieren. Bitte abstimmen. Lasse noch einen kurzen Moment, wenn jemand noch überlegt. Aha. Gut, dann zur zweiten Folie. Bisherige Vorstellungen von gesellschaftlichem Zusammenhalt eignen sich nicht mehr als Referenzrahmen für unser Zusammenleben.
Dann die dritte Aussage. Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften spielen eine zentrale Rolle bei der Frage nach gesellschaftlichem Zusammenhalt. Und die vierte und vorletzte Aussage, an der Gestaltung von Gesellschaft und Zusammenleben müssen alle Teile der Gesellschaft beteiligt sein. Ich finde es total schön, wie diese Balken so hüpfen, wenn die sich verändern. Dazu kommen wir dann gleich gerne noch zum Empfang miteinander ins Gespräch. Bleibt ja auch hier. Machen wir dann sehr gerne. Wunderbar. Dann die fünfte Aussage. Der Begriff der Differenz bietet Chancen, nach einem neuen produktiven Zusammenhalt zu fragen. Ja, vielen Dank. Wir geben dann ganz kurz einen Moment dem Kollegen auf der Technikempore, der jetzt schnell die beiden Teile zusammenführen wird, damit wir dann mal kurz da drauf schauen können gemeinsam. Genau, und also die Gelegenheit nutzen wir, um Sie alle ganz herzlich einzuladen, eben genau das Gespräch an dieser Stelle nicht zu beenden, sondern gleich noch mit uns und mit vor allem mit Melina und Milad bei einem Getränk weiterzureden, weiter zu diskutieren, auch miteinander ins Gespräch zu kommen, ihre Gedanken dazu mitzuteilen. Dafür soll auf jeden Fall noch Raum sein. Das ist schade, wenn Sie dieses Gefühl haben, weil ich glaube, es ist völlig Ihr Recht, so zu fühlen, wie Sie fühlen. Ich finde, es ist auf jeden Fall irgendwie schon immer was ganz anderes, wieder zusammenzukommen in so einem Raum und überhaupt, ne? Also Sie müssen ja auch gleich keine 1:1 Gespräche führen. Sie können ja sehr gerne auch in Grüppchen zusammenstehen. Es ist an so einem Abend eben einfach auch die Frage, wie viel Zeit kann man mitbringen, wie viel kann man den Leuten zumuten. Und wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde Publikumsdiskussion gemacht hätten, dann hätten wir auch eine halbe Stunde irgendwo anders abknapsen müssen. Das sind Konzeptionsfragen. Es ist auch total toll, dass Sie das feedbacken. Sie alle dürfen gerne später feedbacken, wie Sie das fanden. Wir wollten das gerne mal ausprobieren. Genau, auf dieses Ausprobieren wollte ich auch gerne noch kommen. Ich habe ja eingangs Ihnen schon mal präventiv gedankt, dass Sie sich mit uns in diesen Versuch begeben. Und genau das ist es nämlich tatsächlich auch, das Ausprobieren genau dieses Formats. Und jetzt kommen wir deshalb auch zu dem spannenden Teil, nämlich ob sich die Einstellungen verändert haben, wenn ja, wie. Und dann schauen wir das uns einfach ganz kurz an. Gehen wir mal zur ersten Frage. Und Dina, du kannst einfach reinreden, ne? Und ihr könnt auch reinreden. Sehr, sehr gerne. Wir haben gefragt, sagen Sie zu der Aussage, ich bin gern Teil einer pluralistischen Gesellschaft, ich stimme zu, ich stimme nicht zu, ich bin unentschieden. Dina, wir hatten ja vorher ganz auch lange darüber gesprochen, ob die Fragen überhaupt so eine Varianz dann zulassen, und die Frage ist ja auch tatsächlich eigentlich das Spannende, die Anschlussfragen daran, was heißt das eigentlich, ne? Also weil natürlich ist hinter diesem Satz sind sehr individuelle Vorstellungen davon, was bedeutet diese pluralistische Gesellschaft, und das ist jetzt nur ein Beispiel, und dann wäre es natürlich auch interessant zu sehen, zweimal ja bedeutet natürlich in dem Fall auch nicht das Gleiche, ne? Also das ist, wir lassen das, glaube ich, so stehen. Aber wir haben auf jeden Fall mit dieser Diskussion offensichtlich unentschiedene Menschen zu irgendwas überzeugen können. Sehr schön. Dann die zweite Aussage gerne. Wir gehen da jetzt einfach kurz durch, lassen das vielleicht auch wirklich auf uns wirken.
da haben wir Leute verunsichert. Nee, stimmt gar nicht. Nein, ich lese von der falschen Seite. Nee, wir haben auch da Unsicherheiten abgebaut. Das habt ihr sehr gut gemacht. Schauen wir uns die dritte Aussage bitte kurz an. Also auf jeden Fall ist die große Zustimmung da geblieben. Wunderbar. Dann die vorletzte Folie. Wir tatsächlich am längsten drüber gesprochen haben, ne, was das eigentlich bedeutet, weil im Vorfeld wir selbst in den Proberunden sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber hatten, was damit eigentlich gemeint ist. Also alle Teile der Gesellschaft mit einzuschließen, auch da tatsächlich nochmal weiter drüber ins Gespräch kommen. Und dann schließlich die letzte. Der Begriff der Differenz, welche Chancen der bietet. Ich fand das ganz schön, Milad, dass du aus unserer Pluralitätskompetenz eine Differenzkompetenz gemacht hast. Ich glaube, da werden wir noch mal ein bisschen weiter in diese Richtung sprechen. Genau, wir stellen die Ergebnisse auch gerne noch mal zur Verfügung. Ich glaube, man kann da noch mal ein bisschen drauf schauen. Jetzt tatsächlich wollten wir das erstmal wirklich als Stimmungsbild, Meinungsbild auf Sie und euch wirken lassen und ganz herzlichen Dank, dass Sie sich in dieses Ausprobieren mit uns begeben haben. Danke auch für das Feedback schon einmal. Mir bleibt an dieser Stelle ganz herzlichen Dank zu sagen, einmal an unsere PanelistInnen, an Milad Karimi, Melina Borjak und an dich, Dina, für die Moderation. Vielen Dank auch an unsere PartnerInnen, an die Eugen-Wieser-Stiftung, mit der wir heute diese erste Veranstaltung in der Reihe im Netzwerk Religion und Demokratie durchgeführt haben. Wir werden uns in den nächsten Monaten mit den Bereichen politische Bildung und Kultur jeweils im Zusammenspiel mit Religion und Weltanschauung und immer mit der Frage nach, wie gestalten wir Gesellschaft, welche Diskurse, welche AkteurInnen nehmen wir damit rein. Wir haben eine Reihe von Panelveranstaltungen, zu denen wir Sie auch sehr herzlich einladen und freuen uns, wenn Sie unseren Aktivitäten da folgen. Und jetzt, der Empfang wurde schon mehrmals angesprochen, laden wir Sie herzlich ein, noch für einen Moment zu bleiben. Danke. Danke euch beiden. Und danke Ihnen allen fürs Kommen und fürs Zuhören.